Schalümchen, Freunde. Schalümchen. Aus dem tiefsten Urwald aus von Madeira. Müssen wir aber... mein Gott, ich kann schon nicht mehr sprechen. Wir sind gerade schon ungefähr 3 Stunden gelaufen. Ja. Und müssen leider jetzt nochmal ein Update-Video machen. Viele Leute fronten uns gerade ein bisschen, weil wir schon seit, ja gut, eine Woche definitiv. Und davor mussten wir vorproduzieren, also knapp 2 Wochen, wenig Kommentare beantworten. Ja, mit wenig meine ich, also meine wirklich nicht jedes. Wir beantworten locker noch die Hälfte so. Wir beantworten immer noch ein paar. Aber dann kommen solche Kommentare, ihr seid voll abgehoben geworden und ihr beantwortet keine Kommentare mehr. Und ich brauche Hilfe, mein Scooter funktioniert nicht. Ja, weil das ja unsere Schuld ist. Leute, mit dem Xiaomi und Ninebot, da sind wir dran. Beziehungsweise René ist dran. Wir haben uns mit René, also Mikrofahrzeuge, auseinandergesetzt. Wir bekommen den ST-Link und da haben wir uns sogar hier im Urlaub drum gekümmert, Freunde. Da haben wir uns hier in unserem Urlaub drum gekümmert und wir haben 1000 Mal gesagt, löscht diese scheiß App, wenn ihr noch weiterhin schnell fahren sollt. Und? Jetzt ist es, ihr wollt, jetzt haben viele das nicht gemacht, ist ja auch erstmal nicht schlimm. Aber das sind dann die Leute, die jetzt uns Privatnachrichten schreiben und in die Kommentare Sachen schreiben wie, yo, fahrt jetzt sofort nach Hause, brecht mal euren Urlaub hier ab. Hat ja nichts mit E-Scooter zu tun, dafür bin ich nicht hier. Ihr müsst, dazu seid ihr verpflichtet, ihr habt unterschrieben, dass ihr jetzt sofort bei uns da hilft. Also das ist ein bisschen unverschämt, will ich da schon mal sagen, von vielen Leuten. Wir wollen jetzt auch nicht wirklich extrem fronten, aber das ist ja immer blöd. Nein, aber das ist schon echt unverschämt. Wir kriegen Kommentare in den Videos und dann sieht natürlich auch ein anderer die Kommentare und die können wir jetzt gerade nicht beantworten, die sehen wir auch nicht sofort. Und dann steht da drin, ihr seid voll kacke geworden und so. Das ist halt, kommt nicht gut. Nein. Also normalerweise löschen wir ja eigentlich keine Kommentare, auch Frontkommentare. Auch nicht gelöscht. Also nicht gelöscht, aber sowas ist echt unnötig, ja. Weil wir sind jetzt hier ein einziges Mal zum ersten Mal hier weggeflogen. Und kommen sie wir weg, kann man keinen Scooter mehr tun. Ja. Und wir sind nicht dazu verpflichtet, jetzt unseren Urlaub abzubrechen, um das zu beheben. Aber da hinten sind wir schon hingelaufen und da gibt es jede Menge Quellen, heißt das hier, Fontes. Ja, Wasserfälle gibt es hier eine Menge. Und jetzt sind wir auf so einem kleinen Touri-Weg unterwegs. Falls ihr denkt, wir laufen nur auf Touri-Wegen, Freunde, wartet die Videos ab. Wir waren gerade abseits vom Weg, sehr gefährlich. Also, ich meine, das ist schon gefährlich, wenn du runterguckst, dann bist du erstmal weg. Ne? Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen abseits vom Weg zeigen. Die Leute sind auch gespannt, einfach mal was anderes zu sehen. Ja, das stimmt. Und eine Sache müssen wir auch noch mal eben ganz kurz sagen. Das habe ich... Habe ich mich oder Emanuel, ich weiß nicht, wer hat gesagt, das ist doch scheißegal. Falsch ausgedrückt. Wir haben ja beim letzten, als wir den Kaku i3 Pro getestet haben, haben wir gesagt, das ist so der beste Scooter quasi. Das hat Techniktest natürlich recht gehabt, indem er geschrieben hat, jo, wenn ihr sagt, das ist der beste Scooter, dann habt ihr noch nicht viele Scooter da gehabt zum Testen. Wir haben natürlich noch nicht so viele da gehabt zum Testen wie du, ist ganz klar. Aber auch durchgehend welche geschickt, wir leider nicht so. Ja, so halb drüber betteln und... Da ist auch, wie gesagt, nicht schlimm, aber das bezieht sich bei uns mal auf was anderes. Du hast bei dem Scooter deutlich mehr Möglichkeiten als beispielsweise bei einem VMAX oder bei allen anderen Sachen, außer bei einem Xiaomi, bei einem Ninebot, die sind unangefochten, was das angeht, zu tun. Nicht mehr. Ja, doch. Also ich sag mal, wenn man keine 2 linken Hände hat, ist das bald wieder so. Klar, aber wenn du die Auslieferung zustande hast, dann eine gelockte viel mehr, dann musst du erst beim ST-Link dran. Dann ist der Kaku i3 definitiv einfacher. Noch nicht, aber das wird definitiv passieren. Das könnt ihr uns glauben. Und darauf bezog sich das, weil für das Ding Angebotspreis momentan 570 Tacken, da gibt es nichts ansatzweise Vergleichbares. Natürlich ist ein Pro 2 vielleicht genauso teuer. Ich muss mal ganz kurz sagen, wir kriegen keinen Cent dafür. Nein, wir kriegen keinen Cent dafür. Wir haben einfach nur einen Amazon-Link reingestellt, aber das ist kein Raffling oder so. Also das, nein, ist nicht. Und klar, ein Pro 2 ist vielleicht genauso teuer und den kannst du auch schneller machen. Aber es geht hier um die 48 Volt. Die machen im Tuning-Segment eine ganze Menge aus. Wir sprechen da von ungefähr 40 km/h realistisch. Müsst ihr euch überlegen, original 40 km/h zu schaffen mit einer upgedateten Firmware. Das ist vielleicht möglich. Genau, da sind wir gerade dran. Und unsere Community ist natürlich jetzt nicht die Community von Hentech. Das soll jetzt kein Front sein. Wie gesagt, also wir gucken eigentlich gerne Hentech-Videos, auch Techniktesten so, alles kein Problem. Ne? Nicht falsch verstehen, gucken das gerne. Gerade bei Hentech finde ich die Professionalität immer geisteskrank. Also wir würden uns eigentlich gerne mal in so ein Video einschleusen, wenn wir in der Nähe sind. Dann schmuggeln wir uns mal heimlich rein. So. Auf jeden Fall. Wir verkleiden uns als Postbote und bringen Hentech den Scooter. Schauen wir uns einfach an, wir kommen sofort vorbei und dann machen wir auf jeden Fall da oben ein Video in der Lichtung. Kaufen wir uns einen E-Scooter und dann schmeißen wir den. Da kann man auf jeden Fall einiges lernen. Und das ist ja wieder ganz anderes Klientel. Ne?
Und bei uns geht es ja meistens, wie gesagt, nur um Tune. Wir wollten aber natürlich auch mal andere E-Scooter vorstellen, gerade wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Aber was Tuning angeht, ist für 570 Euro der KQi3 Pro unserer Meinung nach der beste E-Scooter. Da gibt es momentan nichts Vergleichbares. Selbst ungetuned kommt er durch den Wald wie nichts. Genau. Und von Bequemlichkeit her, das war keine Federung. Aber für 570 Euro kannst du auch keine Federung erwarten. Nein, ein VX2 ist natürlich krasser, gar keine Frage, das wissen wir auch. Aber den kannst du halt nicht so geil tunen. Und die Firma Formex ist auch nicht so für Tune. Ja, wir haben, dürfen wir gar nicht sagen. Wir dürfen da nichts zu sagen, Freunde. Jedenfalls, wenn wir keine Formex auf diesem Kanal tun, das können wir euch schon mal sagen. Ob wir die überhaupt hier vorstellen, wissen wir auch noch nicht. Alles noch, steht alles in den Sternen. Aber jedenfalls werden wir die Dinger nicht tunen. Aber den KQi3 Pro, den werden wir tunen, definitiv. Da haben die Hersteller auch nichts dazu. Mach doch, ne? Und ja, das werden wir auch machen. Ja, werden wir definitiv machen. Also, Freunde, nochmal ganz, ganz kurz. Wir sind bis diese Woche Samstag auf in Madeira, Wir sind hier in Madeira bis Samstag. Mit Sonnenbrand. Ja, übertrieben Sonnenbrand. Dann fliegen wir zurück. Am Samstag werden wir nicht direkt eine ST-Link-Methode vorstellen. Irgendwann nächste Woche wird das Paket von René eintreffen. Und dann werden wir ein Video dazu machen, wie das funktioniert. Wir werden euch das verlinken. Da könnt ihr dann ganz entspannt sein. Jetzt müsst ihr halt einfach mal einen sauren Apfel beißen und ein, zwei Wochen mit 20 km/h durch die Gegend fahren. Wir finden das genauso blöd von Ninebot und Xiaomi, dass die das gemacht haben wie ihr. Aber ihr müsst dran denken, wir haben da keine Verpflichtung irgendjemandem gegenüber eingegangen oder sonst was. Und von irgendwelchen Leuten da Privatnachrichten zu schreiben, die quasi jetzt fordern, dass wir unseren Urlaub abbrechen müssen. Also das ist ein bisschen daneben, oder meint er nicht auch? Finde ich ein bisschen schade. Jetzt sind auch nicht auch, selbst hier im Urlaub versuchen wir den Leuten einigermaßen zu helfen. Ja, wir machen hier Update-Videos. Wir stehen im Wald mit dem iPhone und machen Update-Video. Und wir haben jetzt schon, was weiß ich, wie lange keine iPhone-Videos mehr hochgeladen. Und wir wissen auch, wenn wir die Videos jetzt heftiger machen würden, mit übertriebener Kamera, Drohnen und sowas, was jetzt nicht so ultra viel mehr Aufwand wäre. Ja, aber jetzt, ich meine jetzt die Videos, die jetzt hochgeladen werden. Ja. Die würden dann bessere Aufmerksamkeit kriegen, wir würden da vielleicht mehr Abonnenten kriegen und so. Aber darum geht es jetzt hier echt null. Geht jetzt einfach nur darum, dass wir kurz einmal was dazu gesagt haben. Das ist wichtig, damit, wie gesagt, die Community auch versteht, warum wir jetzt vielleicht momentan nicht so viele Kommentare beantworten. Ja, wir haben einfach keine Zeit. Wir laufen von morgens bis abends durch irgendeinen Dschungel hier durch. Guckt euch mal das an. Da vorne war ein Wasserfall, da hinten war eine Höhle hinterm Wasserfall. Da vorne kam mir Lara Croft schon wieder entgegen. Also das. Ja, ich meine, also ne? Und dann kommen einfach so die Lianen von oben mit Dorn, ohne Dorn. Also, Handtech, Techniktests, alle beide. Wir würden gerne mal bei euch am Start sein. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr euch gerne melden. Wenn nicht, ist natürlich auch gar kein Problem. Ne? Also ist absolut kein Thema. Kommt ihr einfach hier nach Madeira und machen hier ein Video. Das wäre natürlich geil. Könnt ihr natürlich auch machen. Aber dann sind wir bestimmt nicht mehr da. Na gut, Freunde, das Video geht schon wieder viel zu lange. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.